Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast das selber so gesagt. Dafür bin ich gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Danke, dass wir eine Heimat haben bei dir in deiner neuen Welt, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, die hier schon da ist und unser Leben bestimmen darf. Vielen Dank, dass du auch jetzt hier heute bei diesem Gottesdienst selber in unserer Mitte bist. Und bitte berühr du unsere Herzen mit deinem Wort. Amen. Einer unserer Nachbarn, ein relativ junger Mann, hat vor 4 Wochen einen Gruselgarten aufgebaut für Halloween. Ich habe mir beim Aufbau einfach mal mich umgeschaut bei ihm. Ein Gerippe lag da, dann kamen knochige Hände einfach aus dem Boden heraus, Kreuze, Totenköpfe, Gruselgarten, Spaß mit Tod und Sterben. Ganz ehrlich, ist nicht so mein Ding. Obwohl es uns auch an anderen Stellen so, oder obwohl es an anderen Stellen auch so präsent ist. In vielen Filmen ist der Tod so selbstverständlich, gell? Katastrophenfilme oder Actionfilme oder Krimis oder wie auch immer. Aber es lässt sich relativ leicht damit umgehen, wenn man auf dem Sofa sitzt und sich sowas anschaut. Wenn es in den Nachrichten kommt, dass schreckliche Ereignisse passiert sind, Katastrophen und Menschen sterben, dann rührt es uns schon mehr an. Und wenn es uns nahe kommt, vielleicht in unserem Land, in unserer Stadt sogar, dann ist noch mal ganz anders. Und wenn es ganz nahe kommt und uns betrifft, Freunde, Verwandte, Familie, puh. Aber viele Menschen tun die Realität des Todes gern beiseite schieben, ausblenden, möglichst gar nicht drüber reden. Ein Onkel meiner Frau, das habe ich selber so miterlebt, wenn man darf, so ein Thema gekommen ist mit Sterben oder Tod, dann klopft er 3-mal auf die Tischplatte und sagt, toi, 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 so eine Art Zauber, um das abzuwehren. Er hat wirklich eine Angst auch vor Sterben. Er plant jetzt schon seinen 100. Geburtstag, obwohl er noch lange nicht 100 ist, aber er denkt, das wird er alles erleben. Er schiebt das alles von sich weg. Oder ich denke an einen Nachbar, wo ich mit dem ins Gespräch gekommen bin. Wir kamen auf das Thema, da hat er gesagt, oh, der ist jetzt auch schon 80. Meine Mutter ist 93 geworden und meine Oma sogar 95. Und dann hat er noch jemanden angeführt, der über 90 geworden ist. Und damit wollte er mir signalisieren, ich habe nur lange Zeit. Ich habe noch lange Zeit. Und wer nur dieses Leben hat, wer keine Hoffnung hat darüber hinaus, der muss sich ja an dieses Leben auch klammern. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob Lisi das bestätigen wird, dass manche sogar im Hospiz das Sterben ausblenden und es gar nicht als Realität, die auf sie zukommt und vielleicht ganz nah ist, so annehmen. Die Bibel geht ganz anders mit dem Thema um. Sie fordert uns auf, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber die Bibel sagt uns nicht nur, du musst sterben, sondern sie sagt uns auch, dass wir eine Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung, weit über den Tod hinaus. Jesus selber hat es immer wieder so angesprochen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt,
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. An anderer Stelle sagt er, dafür bin ich gekommen, um das Leben zu geben, überfließendes Leben, Leben in Fülle, Leben, das nie mehr aufhören wird. Das will Gott uns schenken, das hält er für uns bereit, dieses ewige Leben, eine Perspektive, die keiner von uns wirklich ganz erfassen kann, was das bedeuten wird. Wir wollen uns diesem Thema einfach annähern und ich habe einen Text herausgesucht aus dem 2. Korintherbrief und den möchte ich jetzt lesen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott. Ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, solange wir im Leib leben, sind wir fern vom Herrn. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, es sei gut oder böse. Paulus benutzt hier ein Bild. Er sagt, unser Leib hier auf der Erde, das ist wie ein Zelt. Andere Übersetzung heißt eine Hütte, aber im Urtext steht ein Zelthaus. Also ein Zelt steht für das Zerbrechliche, auch für das eher Kurzfristige, Vorübergehende. Und Paulus sagt, das wird schnell vergehen, aber Gott hat für uns einen Bau, einen neuen Leib, meint es, in seiner Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Und darauf leben wir zu. Das wird das Eigentliche sein, dieser neue Leib, den Gott uns schenkt. Die Bibel sagt manches dazu, vor allem auch, was dort nicht mehr sein wird in der neuen Welt Gottes. In der Offenbarung heißt es, da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz wird mehr sein, kein Geschrei. Das meint eigentlich sowas wie Kriegsgeschrei. Es wird kein Tod mehr sein. Es wird keine Sünde mehr sein. Alles, was uns hier Not macht, wird nicht mehr sein. Wow, was wird es sein? Keine Depression mehr, keine Angst mehr, keine Sorgen mehr, keine Traurigkeit mehr, kein Verlust, keine Tränen mehr. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Alles, was hier schlimm ist, es wird nichts Böses mehr geben, keinen Hass, keinen Streit, nichts mehr, keinen Ärger. Und was sein wird, das ist das ganz andere. Eine ungetrübte Liebe wird dort herrschen. Denn Gott selber ist die Liebe. Es wird so schön sein,
wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und was mich immer begeistert, eine Freude, eine überschäumende Freude wird dort sein im Himmel. Der Petrus sagt, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens davonbringt, der Seelenseligkeit. Und es wird Friede sein, ungestört Friede. Der dänische Philosoph und entschiedene Jesus-Nachfolger Søren Kierkegaard hat mal das so formuliert: Noch eine kleine Zeit, dann ist gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Da wird nichts mehr die Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus trüben. Wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt die Bibel. Wir werden ihm gleich sein. Kann man sich noch gar nicht alles vorstellen. Und so sagt es auch die Bibel, dass was kein Auge gesehen, in keines Menschen Herz gekommen ist, dass kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Das kann sich keiner vorstellen. Paulus wurde einmal entrückt bis in den dritten Himmel, so erzählt er selber. Und es muss so herrlich gewesen sein, dass er sagt, Gott hat mir einen Pfahl ins Fleisch gegeben. Gott hat mir was reingelegt, dass ich mich nicht überhebe, dass ich nicht abhebe. Aber ich freue mich auf diese neue Welt Gottes. Dass er uns so eine Perspektive auch gibt, hier schon, jetzt und heute. Und bei Søren Kierkegaard, da spürt man das regelrecht heraus, dass er eine Sehnsucht hat nach dieser neuen Welt Gottes. Bei Paulus war das auch so. Er hatte eine große Sehnsucht. Und er sagt es ja hier so, wir sehnen uns, wir sehnen, wir seufzen und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung begleitet zu werden. An anderer Stelle drückt er so aus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das wäre das Größte. Ich würde gern bei Jesus sein. Ich wäre gern schon daheim bei ihm. So oft begegnet mir das nicht, diese Sehnsucht auch nach dem Himmel. Aber vor kurzem habe ich einen fast 93-Jährigen besucht, den Immanuel. Und es war nur ein relativ kurzer Besuch. Vielleicht eine knappe halbe Stunde, er musste zum Zahnarzt. Aber wir haben geredet und er hat eine Freude ausgestrahlt und war fröhlich und hat mir gesagt, ich kann gehen, ich bin bereit. Und wir haben so miteinander geredet und mitten im Reden hat er angefangen, mit Jesus zu reden. Und ich habe gemerkt, Jesus ist ihm so nah. Da braucht er gar keine große Vorbereitung. Und es hat mich erinnert an einen, dem bin ich als junger Mann einmal, sonst nie mehr begegnet, aber ich werde ihn im Himmel wiedersehen. Ich habe damals meine ersten Schritte getan in Predigen. So in einer kleinen Gemeinde war ich und er war als Evangelist und Gemeindegründer viele Jahre, Jahrzehnte unterwegs. Dann hat er am Schluss was gesagt, habe ich nie mehr vergessen. Ich freue mich auf den Himmel wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Ich freue mich auf den Himmel wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Und sein Gesicht hat gestrahlt. Ist auf diesem Gesicht war lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Wir sagen, wir sind Gemeinde für andere und geben der Hoffnung ein Gesicht. Sein Gesicht war ein Gesicht der Hoffnung. Und das wünschen wir uns, dass wir wirklich, ja, dass wir wirklich diese Hoffnung,
deutlich machen können in dieser Welt, dass Menschen ihr Vertrauen auf Jesus setzen und diese lebendige Hoffnung bekommen. Wie wir es vorhin miteinander gesungen haben, diese Gewissheit, ich gehe auf die Ewigkeit zu. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, weiß ich, auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und nicht nur unsere Seele wird ewig leben, sondern Gott wird uns einen neuen Leib geben, der in Ewigkeit lebt und bei ihm ist. Also, das Schönste kommt noch. So ein Buchtitel, vor vielen Jahren erschienen, das Schönste kommt noch. Darauf dürfen wir uns freuen, dem dürfen wir entgegengehen. Das Schönste kommt noch. Letztens hat mir ein alter Herr gesagt, dieses Leben ist auch ganz schön. Ja, kann an manchen Stellen ganz schön sein, an anderen ganz schwer. Und aber das Schönste kommt noch. Aber kann man da wirklich so gewiss sein? Kann man wirklich so fest wissen, dass es kommt und dass wir dort dabei sind? Der Apostel Paulus nennt Gründe. Er sagt hier in unserem Text, dass Gott uns seinen Heiligen Geist als Pfand gegeben hat. In unser Leben hinein gegeben, seinen Heiligen Geist als Pfand. Ich möchte es mit einem kleinen Alltagsbeispiel ein bisschen deutlich machen. Das ist mir schon passiert, zweimal schon, dass ich getankt habe und dann habe ich gemerkt, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Das ist irgendwie peinlich, aber was machst du dann? Einfach wegfahren. Nein, natürlich nicht. Gell? Ich bin da rein und habe gedacht, es tut mir echt leid, aber ich habe meinen Geldbeutel daheim gelassen. Ich würde ihn auch gleich holen. Und dann haben sie gesagt, was lassen Sie da, dass wir wissen, dass Sie auch wieder kommen. Dann, ich weiß nicht mehr genau, was ich da gelassen habe. Aber ich musste was da lassen, dass ich dann auch wieder erscheine und komme. Also ein Pfand gewissermaßen. Dass ich zu dem stehe, was ich versprochen habe. Gott gibt uns als Pfand seinen Heiligen Geist. Er sagt, wer an Jesus gläubig wird, wer sein Vertrauen auf ihn setzt, so sagt die Bibel, der bekommt den Heiligen Geist. Ob wir das immer spüren oder nicht, aber es ist die Wahrheit. Das verspricht Gott, der bekommt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der vertritt ja Jesus selber. Durch den Heiligen Geist wohnt auch Jesus in unseren Herzen und der Vater. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr werdet auch leben. Und was Gott verspricht, das hält er hundertprozentig auch ein. Und dieser Heilige Geist, der macht noch was, so sagt Jesus auch. Der wird uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und was Gott in seinem Wort auch verspricht, der Heilige Geist führt uns immer wieder zu dem auch hin, was Gott in seinem Wort sagt, was Jesus uns versprochen hat. Und das ist so wichtig, dass wir in allen Herausforderungen dieses Lebens, in allen Kämpfen, in allem Schweren, durch was wir hindurchgehen, lernen uns an Gottes Wort zu halten. Wieso unsere Gefühle, die können ja so schwanken. Du kannst einen erhebenden Gottesdienst erleben, und dann im Alltag kann das ganz schnell wieder weg sein. Du kannst eine Erfahrung mit Jesus machen, ganz toll. Und dann lernst du dich kennen, auch dein Herz. Und du versagst granatemäßig vielleicht und liegst am Boden. Und denkst, so ist mir schon gegangen, Gott muss doch langsam der Geduldsfaden reißen mit mir. Er hat irgendwann die Nase voll von dir. Und ich bin so dankbar, dass bei Gott ganz anders ist. Dass das gilt, was er
verspricht, was er zusagt. Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Also ich bin so dankbar, dass Gottes Geduld nie zu Ende ist. Ich bin so dankbar, dass Gottes Gnade immer größer und mächtiger ist als meine Sünde und als deine Sünde. So wie es die Bibel sagt. Und ich will immer mehr lernen, mich auf sein Wort zu verlassen und an diesem Wort auch festzumachen. Ja, es gilt, ist Gott für uns. Ist Gott für uns. Ich liebe dieses Lied. Wir singen es heute jetzt nicht, aber es ist mir noch eingefallen. Ich liebe dieses Lied vom Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Und dann in den Versen und dann dieses Amen, 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 diese Bestätigung. Ja, so ist es, so ist es, so ist es, ganz bestimmt. Und dann heißt es in einem Vers, er ist mit dir, er ist mit dir. Und dann im nächsten Vers, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Es wird dann 8-mal wiederholt. Regelrecht soll das eingemeißelt werden in unsere Herzen. Er ist für dich, er ist für dich. Du darfst es nehmen für dich ganz persönlich. Er ist für dich, er steht zu dir. In allem, was auch da ist. Selbst wenn du Schmerzen hast, wenn du durch Schlimmes hindurchgehst, wenn du einen schlimmen Verlust hast, wie jetzt unser Hermann Hanselmann, dem seine Frau diese Woche gestorben ist. Gott ist doch für dich und er wird einmal alles gut machen und neu machen. Wir dürfen es festhalten, weil es er uns zuspricht. Und wenn ja, unsere Gefühle uns sagen, unser eigenes Herz uns sagt, nee, das kann gar nicht sein, du bist zu verkehrt. Johannes sagt einmal so schön in seinem ersten Brief, wenn unser Herz uns verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz. Und wir dürfen wirklich uns im Glauben an Gottes Wort festmachen. Paulus sagt es so, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben jetzt noch im Glauben, im Vertrauen. Glaube ist immer das Vertrauen auf sein Wort. Wir rechnen mit diesem Wort Gottes. Und manchmal stärkt Gott unser Vertrauen noch durch eine besondere Erfahrung. Vor einem guten Vierteljahr ist mein Schwiegervater verstorben. Wir waren im Sommer noch miteinander in Finnland, wo unser Sohn lebt. Und wir hatten einen wirklich schönen Urlaub noch. Und er war früher dem Glauben ganz ablehnend gegenüber. Und wollte davon nichts wissen. Über 80 Jahre lang. Und dann ist seine Frau gestorben und dann er wünscht sich so, dass er sie einmal wieder sieht. Und als wir mit dem Pfarrer geredet haben wegen der Trauerfeier, da hat er uns gesagt, er hat ihm einmal gesagt, ich wünsche mir den Glauben meiner Kinder und Enkel. Aber ich kann nicht glauben. Der Pfarrer hat ihm gesagt, ich kann auch nicht recht glauben. Ich bin Agnostiker, aber es hat ihn nicht arg getröstet. Also das wollte ich noch sagen. Und wir haben dann in Finnland dieses Jahr noch wirklich fast jeden Abend Gespräche über den Glauben gehabt. Und dann war unser Sohn mit ihm noch unterwegs, bis zu den Lofoten und unterwegs. Haben wir später erfahren, hat er sich viele Predigten mit angehört. Wenn eine vorbei war, hat er gesagt, hören wir noch mal eine.
Und er hat tatsächlich angefangen, er hat uns manchmal auch gesagt, ich rede mit Gott, aber wie ein kleines Kind, ihr würdet mich auslachen. Ich habe ihm gesagt, Vati, wir lachen dich bestimmt nicht aus. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und dann hat er im Juli, Ende Juli, einen Schlaganfall bekommen. Eine Woche hat er noch gelebt. Und wir waren dann bei ihm am letzten Tag und in der letzten Nacht. Und ich habe ihm Bibelworte gesagt, Ermutigungen, Verheißungen und immer wieder auch, dass Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wisst ihr, das war dann schon eine besondere Erfahrung, als ich an dem Morgen, wo er verstorben ist, das Losungsbüchle aufgeschlagen habe und da stand, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es war wie so ein göttliches Amen auf mein menschliches, ihm das Zusprechen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wir sind gewiss, dass er daheim ist, bei Gott. Und ich möchte noch zum Schluss ganz kurz das Letzte erwähnen, was Paulus hier auch anspricht. Er redet, wir möchten lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Und er spricht da von dem Wunsch. Er hatte gedacht, vielleicht kommt Jesus noch wieder, solange ich lebe. Und dann muss ich nicht sterben. Er drückt es hier so aus, das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Also, das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Dann habe ich den neuen Leib in einem Augenblick. An anderer Stelle nennt er das auch die Entrückung der Gemeinde, dass Jesus kommt und seine Gläubigen, seine Kinder wegnimmt von dieser Erde und sie überkleidet und nicht entkleidet. Vielleicht kommt es schon bald. Ich freue mich drauf. Und ich persönlich, das ist meine Überzeugung, glaube, dass Jesus uns nicht ganz bis zum Ende hier lässt, sondern uns vorher wegnimmt. Man kann niemand sagen, es wird überraschend sein, sagt die Bibel. Und wir werden hinweggerafft, heißt mal, in die Wolken. Und wenn von den Wolken die Rede ist, dann meint es nicht die Wolken, die wir so sehen, sondern das ist einfach ein Bild, dass Gott uns in das Verborgene, in das, was man hier nicht sehen kann, hineinnimmt. Ich freue mich drauf. Und dann wird das große Hochzeitsfest sein. Ein Missionar, der hier gepredigt hat, der hat gesagt, wir gehen einem Fest entgegen. Ja, so ist es. Wir gehen einem Fest entgegen. Und ich freue mich drauf. Das wird so ein Fest sein, wie es keiner je gefeiert hat. Ich möchte mit Jesus reden. Herr, dafür danke ich dir, dass wir diese lebendige Hoffnung haben dürfen. Und dass wir diesem Fest entgegengehen, wie es dein Wort sagt, diesem großen Hochzeitsfest. Und dass wir uns wirklich unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und Herr, ich will mich jetzt schon freuen. Ich will mich jetzt schon freuen über diese lebendige Hoffnung, die du schenkst, über diese Gewissheit, ja, so wird es sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause.
Wir werden dich sehen, wie du bist. Amen. Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Ich muss bloß gerade. Und ja, wir feiern das Abendmahl alkoholfrei. Wir feiern es auch glutenfrei für die, die es brauchen. Das muss man natürlich dann sagen. Und man kann sich während dem Abendmahl auch segnen lassen. Und wir feiern ein Wandelabendmahl. Das heißt, man kommt vor zu den Tischen, kann sich selber entscheiden, wann man kommt. Wir werden 4 Lieder singen, von daher könnt ihr euch ein bisschen ausrechnen, wann ihr kommen möchtet. Und ich möchte jetzt das lesen, was Jesus uns auch, oder wie Jesus selber das Abendmahl eingesetzt hat. Lukas 22. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Da sagte er zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Abendmahl hat ja mehrere Bedeutungen, dass wir die Gewissheit bekommen, ja, so wie wir Brot und Wein nehmen und in uns aufnehmen, so nehmen wir Jesus auf und dürfen glauben, dass sein Blut uns reinwäscht von aller Sünde. Und es ist ein Gemeinschaftsmahl, wir nehmen es alle miteinander und wir gehören zusammen. Und es ist auch ein Vorgeschmack auf das große Abendmahl bei ihm, auf das große Hochzeitsmahl. Jesus erwähnt es 2-mal hier, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Also das Abendmahl wird erfüllt in Gottes neuer Welt, bei Jesus. Dann sagt er nochmal: Ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Das ist übrigens auch, also was wir noch wissen, dass wir einen neuen Leib haben, wo wir essen und trinken werden, gell? Also ich werde vom Gewächs des Weinstocks dann trinken, wenn es sich erfüllt im Reich Gottes. Ja, also wir möchten einladen, keiner muss kommen natürlich, aber dieses Abendmahl zu nehmen, aber als ein Zuspruch von Jesus, auch als ja, etwas, was wir machen, um auszudrücken, wir freuen uns, dass wir diesem Fest entgegengehen. Und wir vertrauen voll auf das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte jetzt noch mit Jesus reden und dann seid ihr herzlich eingeladen, wobei die Mitarbeiter zuerst hier vorne sind. Und wir begleiten das mit Musik dann und dann seid ihr alle eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Herr Jesus, danke, dass du dieses große Verlangen hast, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und dass du darauf wartest, viel mehr als wir, bis sich's einmal erfüllt und wir das große Hochzeitsmahl feiern. Und danke, Herr, dass wir da dabei sein dürfen. Und Herr, du willst uns alle dabei haben und noch darüber hinaus. Du wünschst dir, dass viele noch dich erkennen und deine Kinder werden. Und jetzt
beschenk uns, indem du uns eine tiefe Gewissheit gibst, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir uns freuen dürfen über dich selber. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, bitte ich die Mitarbeiter nach vorne, die Musik machen und die das Abendmahl austeilen.